Hey ho, ihr alle, ich bin's wieder, euer Senat. Was geht, was geht, was geht? What up? Ja, ich bin auch mal wieder da. Was ist da los? Im Hintergrund seht ihr auf jeden Fall erstmal Battlefield. Fangen wir erstmal so an, ne? Das ist Battlefield, das ist hier Close Quarters. Ein sehr altes Gameplay. Ich sehe gerade leider nicht, wie alt es ist. Es ist auf jeden Fall von 2012. Hier steht's, 18.07.2012. Ich habe die Dinger, ich hatte das Gameplay. Oh, ich habe das jetzt fast ein Jahr auf meiner Festplatte und habe es nicht benutzt, weil ich immer wieder irgendwas anderes hatte. Und jetzt habe ich keins, weil der Wolverine, der Dödel, der spielt irgendwie auch kein Black Ops mehr. Ich weiß auch nicht, der hat irgendwie andere Sachen zu tun. Seit er eine Freundin hat, spielt der überhaupt nichts mehr. Naja, kann man aber schon. Also, er spielt keine Spiele mehr, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich spielt er an anderen Sachen jetzt. Ich wollen wir gar nicht wissen. Ne? Ich weiß ja nicht, was der so treibt. Ne? Wollen wir auch gar nicht wissen. Auf jeden Fall, ja. Yeah. Keine Ahnung. Ich habe immer geguckt. Ich war jetzt ein bisschen busy und so, erzähle ich gleich. Aber ich war auf jeden Fall lange nicht mehr online da oder generell online. Und dann habe ich geguckt, kürzlich gespielte Spiele bei dem, bei Black Ops. Nix. Nix. Ich war bestimmt 2 Wochen nicht rein. Nix. Nada. Null, null Spiele gespielt. Was macht der? Scheiße, Mann, ey. So mal ein bisschen hier, ein bisschen Gaming und so. Sein Aiming geht voll in den Arsch und so. Muss aufpassen, muss aufpassen, muss der Junge. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, Close Quarters geht's ja ab. Tiber Tower oder Ziber Tower oder wie der heißt, glaube ich, ist das. Und ja, werden wir dann mal sehen. Ich muss mich da ein bisschen bei euch entschuldigen. Da der kleine Asset nicht so viel hochgeladen hat, habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Ja, werdet ihr gemerkt haben. Ich habe schon ersten Kommentare bekommen. Hey, Asset, was los? Manche Leute haben gefragt, ob ich tot bin. Nein, Spaß, hat keiner gefragt. Das war nur bei Electric so. Nee, ich habe viel zu tun im Moment, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, deshalb nutze ich das jetzt einfach mal so als apropos. Ich habe 1000 Abonnenten geknackt. Ich habe schon erste Glückwünsche bekommen. Ich guck mal eben nach, ob das überhaupt stimmt, weil ich nur die Glückwünsche gelesen habe. Ich habe genau 1000 Abonnenten, wo ich jetzt dieses Video mache. What the fuck? Genau 1000 Abonnenten. Und ich hoffe, das wurde jetzt nicht mit aufgenommen, weil mein Intro gerade gespielt wurde, weil ich auf meine Seite gegangen bin. Aber egal, genau 1000 Abonnenten. Happy Birthday, Motherfucking Asset. Was ist da los mit der Vibers? Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich diese Marke endlich geknackt habe. Es hat echt, muss ich sagen, hat ziemlich lange gedauert. Aber ich habe es endlich geschafft und ich bin happy. Ich bin echt glücklich. Jetzt kann ich sagen, ey, wenn mich jemand fragt, ey, wie du machst YouTube, sag ich, ja, ich habe 1000 Abonnenten. Peace. Yeah, geiler Shit auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal. Und jetzt machen wir ein kleines Special so gesehen. Ich wollte eigentlich ein ganz anderes Special machen, aber da ich im Moment so wenig Zeit habe, Begründung kommt gleich, mache ich jetzt ein 1000 Abonnenten-Special, dass ich ein bisschen was erzähle, so was ich so mache und so. Keine Ahnung, ihr könnt auch hier Fragen drunter stellen, wenn ihr so eine Frage zu meiner Person habt oder irgendwie sowas. So ein Typ hat mir bei Facebook geschrieben, hey, voll geil, Esse, du bist auch Serbe und so. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das. Wo habe ich das denn gesagt, dass ich halb Serbe bin? Also ich bin auf jeden Fall halb Serbe, halb Serb, halb Deutsch. Halb Serb. Halb Serb. Das hört sich an wie so. Keine Ahnung. Ich bin halb Serb. Wie hier Dings. Ah, dieser Comedian, der Türke da mit den langen Haaren. Der meint ja auch mal, der ist halb Türk. Ich bin halb Serb. Ich bin auf jeden Fall halb Serbe und halb Deutscher. Ich wusste gar nicht, dass ich das irgendwo gesagt habe, aber der hat auf jeden Fall gesagt, geiler Shit. Und kannst du mal drunter schreiben, wo ich das gesagt habe, würde mich mal interessieren. Und ja, weiter, weshalb ich jetzt auch im Moment keine Zeit habe, ich mache eine Ausbildung als Fachinformatiker Systemintegration. Es gibt da zwei Richtungen, einmal Anwendungsentwicklung und Systemintegration. Anwendungsentwicklung sind einfach die ganzen Programmierer und Systemintegration ist alles. Das ist das Lustige daran, weil wir programmieren auch, nur halt im kleineren Rahmen, halt ja, eher so Skripte und sowas, jetzt keine richtigen riesigen Programme und sowas. Aber wir skripten auch und da sind auch die elementaren Programmierkenntnisse vonnöten. Ja, auf jeden Fall neigt sich meine Ausbildung nach dem Ende entgegen, denn am 7.5. schreiben wir Abschlussprüfung. Und dann noch einen Monat später, so am 19.06., habe ich einen Termin für meine mündliche Prüfung. Projekt vorstellen, Fachgespräch und sowas halt alles. Das Problem ist jetzt, meine Firma hatte eine grandiose Idee, die wirklich grandios war. Ich muss ehrlich sagen, das war echt top. Die hat uns auf so einen Lehrgang geschickt, 3 Wochen lang. Also die letzten 3 Wochen. Ich bin heute wiedergekommen von der letzten dritten Woche. Und da wurde halt wirklich alles, was man in der Berufsschule hätte lernen sollen, wurde nochmal aufbearbeitet und wirklich gut rübergebracht. Zumindest jetzt die letzte dritte Woche, die war
Godlike, wirklich. Der Typ, das war so ein älterer Herr, war das, Leute, müsst ihr mal wissen. Der war so ein älterer Herr. Der war so geil drauf und Flachs, er hat Wissen gehabt. Das war der Hammer. Da kommst du, müsst ihr überlegen, da kommt so ein älterer Herr rein, so, hallo, hallo, ich hab mal Ordner mitgebracht. Da hat er so fetten Monsterordner mit, keine Ahnung, 600 Seiten oder so. Ja, die machen wir die Woche. Und wir so, ja, das so, ja, ihr müsst ja ein bisschen was aufholen, ne? Berufsschule für den Arsch, deshalb mache ich euch das jetzt hier, ne? Und der Typ, ey, der war so, der wusste alles. Jedes IT-Thema konnte man den fragen, der wusste einfach, war wirklich, der hat studiert und alle, also, das heißt nicht, dass alle Leute, die studiert haben, Genies sind, aber der hat mal gemerkt, dass er viel Erfahrung hat. Und das Tolle an dem war einfach, dass der ein Gesamtbild drüber gebracht hat. Das hat die Berufsschule 3 Jahre nicht gemacht. Die Berufsschule, die sucht sich immer so ein Thema aus, so, das nehmen wir jetzt und dann nehmen wir das auseinander, das Thema. Sagen wir jetzt als Beispiel für mich jetzt irgendwie Subnetting. Subnetting bis zum Tode gemacht. Aber keiner weiß warum. Ganz mal kurz nebenbei erwähnt, ach ja, Subnetting hier, IPv4-Adressen und so, wie die in einem Netz sind und so, das müssen wir errechnen. Wobei Subnetting wirklich die Schule noch einigermaßen gut hinbekommen hat, aber so andere Sachen, Virtualisierung, in einem Referat gehört, ganz kurz, von irgendeinem Schüler, nicht mal irgendwie vom Lehrer oder so, gar nichts gemacht. Und dann, ja, das haben wir ja, hier haben wir ja durchgenommen. Am besten noch Klausur darüber schreiben, ne? Ja, schon klar. Und der Typ hat einfach ein Gesamtbild vermittelt. Der hat von vorne angefangen und einfach das ganze Stück für Stück aufgebaut. Und man hat einfach gemerkt, wie awesome das einfach ist. Es hat richtig Spaß gemacht, richtig geil. Und deshalb waren jetzt auch keine Videos da, weil ich einfach nicht da war. Ich hatte zwar Internetleitung da drüben, ich habe auch am Anfang so ein paar Videos hochgeladen, aber das wurde mir irgendwie zu stressig, weil ich da 4, 5, 6 Stunden gebraucht habe für ein Video. Und das war mir zu nervig, muss ich ehrlich sagen. Und deshalb kommt jetzt hier dieses Infovideo, warum und weshalb. Und natürlich könnt ihr auch denken, wenn ich am 7.5. die Abschlussprüfung schreibe, dass ich dann jetzt wohl nicht so viele Videos hochlade, da ich keine Zeit zum Spielen habe. Denn wir müssen noch eine Dokumentation anfertigen, die wir bis zum 30.4. abgeben müssen. Und ja, wir müssen die noch ein bisschen vorher abgeben, weil unser Ausbilder die haben wollte. Und ja, das ist natürlich eine schöne Sache, aber wie gesagt, da könnt ihr euch dann wahrscheinlich vorstellen, dass ich gerade im Moment nicht wirklich Zeit habe. So, eigentlich gar nicht. Was ich machen werde, ist auf jeden Fall, ich werde alte Sachen hochladen. Ich habe nämlich noch ein paar Videos, so, keine Ahnung, 12 Videos oder so habe ich noch auf der Platte. Vielleicht noch ein paar mehr. Es sind aber alte Sachen, so Path of Exile, die alten Sachen und so, Saints Row noch ein bisschen. Und ja, muss ich mal schauen, was ich da noch so habe. Die Sachen werden ein bisschen kommen zwischendurch, dass ich da so ein bisschen was überbrücke, aber wundert euch nicht, wenn ich in einem Video über Weihnachten spreche. Kann sein, dass das kommt, ich weiß es nicht. Ich glaube, bei Saints Row müsste das so hinhauen. Und wundert euch da nicht. Ich werde auf jeden Fall noch was mit dem Robin machen. Ich habe nämlich, ich habe so viel geplant eigentlich, aber das Problem ist jetzt, dass ich gar keine Zeit dafür habe. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe nämlich Beta-Zugang zu Final Fantasy 14 bekommen. Da wollte ich auf jeden Fall noch was machen. Da werde ich auch gleich aufnehmen, weil ich weiß nicht genau, wie lange der hält. Es gibt zwar eine NDA, aber ich werde, sobald die NDA geliftet ist, die Sachen direkt hochladen, sodass ich die dann schon mal auf Vorrat habe. Und also NDA bedeutet Non-Disclosure Agreement, dass man einfach nicht darüber reden darf, was in der Beta passiert und was man darf nicht sagen. So einfach, ne? Und ich bin da jetzt drin und ich werde da ein bisschen spielen. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Final Fantasy ist immer eine coole Sache gewesen, wobei Final Fantasy 11 das Online-Spiel mir jetzt nicht so zugesagt hat. Aber ich bin einfach gespannt und ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Mit Robin werde ich natürlich auch noch was machen. Wolverine müssen auch noch mal gucken, was da los ist, warum der keinen nichts mehr macht. Ich kann es mir schon vorstellen, aber ihr wisst da Bescheid. Und ja, wie gesagt, ja, der Asset macht Ausbildung, danach bin ich übernommen. Denke ich mal schon. Und falls ihr euch jetzt fragt, ist der Asset dumm, muss er so viel lernen oder so ein Scheiß, was ist da los mit der Asset? Nee, eigentlich nicht. Ich habe 3 Jahre jetzt in der Schule nichts gemacht. Ich stand immer zwischen 1 und 2. Ich konnte das einfach so. Also jetzt nicht, dass ich denke, dass ich von Genius bin und so. Aber ich habe halt vorher noch Fachabi und sowas gemacht. Das war alles schon in Ordnung. ITA habe ich gemacht, falls das jemand weiß, was das ist. Informationstechnischer Assistent. Das ist eine schulische Ausbildung in Kombination mit Fachabitur. Und ja, das habe ich vorher gemacht und da ist ein bisschen was hängen geblieben und deshalb ist die Ausbildung jetzt nicht so wirklich schwer gewesen. Nur ich möchte die Ausbildung gerne mit 1 abschließen, also eine schöne UNO schreiben, ne? Und ja, da sollte man da vielleicht doch mal ein bisschen was für tun. Ich meine, die Schule ist jetzt wirklich, wie gesagt, keine Ahnung, kam immer gut klar, mal zwischen 1 und 2 und so ein Shit. Aber da sollte man für die Abschlussprüfung, das ist so ein bisschen so eine Sache, die IHK, das ist die internationale Industrie- und Handelskammer, bla bla bla, die
Ja, die bilden, sind halt so gesehen der Master Chief für den Ausbildungsberuf und die stellen Prüfungen zusammen und ich muss ehrlich sagen, die Prüfungen sind behindert. Also da sind Fehler drin. Ich habe so, ganz im Ernst, es geht um die Zukunft von jungen Menschen und was machen die? Fehler. Da sind Aufgaben drin, die unlogisch sind. Da sind Aufgaben drin, die falsche Aussagen haben. Da sind Aufgaben drin, die falsche Werte haben. Manchmal sieht man es, dann kriegt jeder Punkte oder manchmal sieht man es nicht, hat man Pech gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, behindert. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da abgeht, aber das ist auf jeden Fall. Die machen das und da muss man sich an die Aufgabenstellungen von denen gewöhnen. Ich habe eher das Problem, dass ich die Frage nicht verstehe, als dass ich die Lösung nicht kenne. Aber naja, auf jeden Fall werde ich da mal ein bisschen machen. Jetzt will ich die letzte Zeit noch ein bisschen nutzen, Fragen zu beantworten, weil das ist so ein kleines Special hier, 1000, da wollte ich, 1000 Abonnenten, da wollte ich ein bisschen noch auf euch eingehen. Und ich habe hier was, eine Frage von Path of Exile bekommen. Jumen oder so, oder L, Jumen L, ich weiß es nicht genau. Deine vier Fragen werde ich jetzt nicht im Video beantworten, weil es ein bisschen über den Rahmen sprengt. Ich werde da nochmal demnächst dir zurückschreiben, keine Angst. Genau, was ich noch sagen wollte, Bioshock und sowas alles, das kommt alles noch. Bioshock kommt noch, Age of Wushu wollte ich noch machen. Neverwinter wird auf jeden Fall auch kommen, mit Robin hoffentlich zusammen. Path of Exile wird auch zwischendurch immer wieder mal wieder kommen, so. SimCity muss ich auch noch machen. Ich habe ja meine Region da eröffnet, habe aber nie wieder irgendwie was gemacht, weil ich wollte mal eine Zusammenfassung von der Region machen. Da kommt auch noch was. Das Problem ist, ich habe keine Zeit, Leute. Tut mir leid. Peace, Leute. Peace. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Wie gesagt, es kommen erstmal ein paar alte Sachen jetzt. Und ja. Ich habe nämlich schon ganz viele Anfragen bekommen hier. Was ist da los mit dir, Asset? Wo bist du? Bist du tot? Was ist da los? Und ja, ich bin da, aber wie gesagt, bisschen busy und so. Jetzt hat einer hier wieder gefragt, ja, was ist los, Asset? Können wir mal Dual Commentary machen? Ich sag's nochmal, ihr könnt gerne mit mir ein Dual Commentary machen oder irgendwie sowas, aber ihr könnt euch auch ein Thema aussuchen, nur ich weiß nicht, wenn jemand 3 Abonnenten hat, dann habe ich da nicht wirklich Lust, mit dem Dual Commentary zu machen, weil, keine Ahnung. Sollte schon ein bisschen was aufgebaut sein. Also so 800, 900, 700 Abonnenten, irgendwie sowas, sollte derjenige schon haben, dass man so auf was aufbauen kann. Ein bisschen Abonnententausch und so dadurch, vielleicht gefällt der, ihr wisst schon, was ich meine. Und das ist natürlich eine coole Sache dann. Da hat jeder was von und deshalb, wenn ihr so viele Leute habt, dann ist cool, dann könnt ihr euch bei mir melden, da haben wir keinen Blog. Habe ich natürlich Bedarf, ne? So. So, hier hat er das erzählt. So, SimCity, SimCity, SimCity. Dota 2 kommt, ist nicht geplant, aber es wird wahrscheinlich irgendwann wieder was kommen. Wahrscheinlich nach meiner Prüfung und alles. Das ist nämlich immer ein bisschen so eine Sache. Und das dauert halt immer ein bisschen, ne? Weil muss mal ein gutes Spiel kriegen und ich bin nicht so schlau. So, hier hat einer geschrieben, ganz ehrlich, wenn man an einem Let's Play macht, sollte man wenigstens Spaß an dem Spiel haben. Ich habe an dem Spaß. Ich hatte im Play Neverwinter, Close Beta, hat er geschrieben, dass ich keinen Spaß hatte. Ich habe sogar am Ende gesagt, dass ich das Spiel ziemlich gut finde. Ich weiß auch nicht, was abging, aber naja. So. Gamer Freak hat mehr geschrieben zu Saints Row 3, dass er mehr sehen will. Kommt. Also wie gesagt, ich habe glaube ich noch 2 Videos. Leon, du hast irgendwie geschrieben, ob du dir Blobs holen sollst oder Crysis 3 oder Battlefield und Premium und Blobs oder Crysis 3. Ich würde mir Battlefield Premium auf jeden Fall kaufen und die anderen beiden je nach Geschmack, was dir lieber gefällt. Und so, falls ihr noch nicht gesehen habt, ich habe ein Video hochgeladen zu meinem iPhone Theming und so, könnt ihr mal vorbeischauen. Das müsste hier verlinkt sein. Da könnt ihr mir gerne mal runterschreiben, ob ihr das schön findet, weil das mich das eigentlich recht interessiert, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, jetzt kommen wir langsam dem Ende entgegen. So war es auf jeden Fall. Ich noch eine Frage. Komm, eine Frage noch. Hier, Leon, 2 Fragen von dir. Okay, bist du dabei? Warum machst du eigentlich mal die Schatten runter? Kantenglättung zieht doch viel mehr. Das stimmt. Wobei dynamische Schatten, denke ich mal, noch einen Ticken mehr ziehen als Kantenglättung. Ich meine, je nachdem, was man für eine Kantenglättung aktiviert hat. Aber das ist persönliche Präferenz. Mir ist Kantenglättung millionenmal wichtiger als Awesome Schatten. Ich weiß nicht, ich finde Kantenglättung ist viel wichtiger. Ist jetzt meine Meinung, es ist nur meine Meinung. Ne? Es kann sein, dass alle anderen was anderes denken, aber ich habe lieber mittlere Schatten oder hohe Schatten, also keine Max-Schatten. Ne? Keine Max-Schatten, sondern immer etwas drunter, aber dafür Kantenglättung mehr und andere Sachen mehr, Texturen auf Max, bla 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 bla, weil ich auch aufnehme, zieht das auch ein bisschen Ressourcen und Kantenglättung ist mir viel wichtiger.
Zum Beispiel azeotropische Filterung ist mir auch nicht so wichtig, weil die Texturen dadurch nur gefiltert werden. Und das ist mir persönlich jetzt auch nicht so wichtig. Ein bisschen haue ich immer rein, aber jetzt zum Beispiel azeotropische Filterung auf 16, das ist zu übertrieben. Das macht man auch nur für Benchmarking-Sachen. Und ja, wie gesagt, wenn ich ein altes Spiel habe, palle ich das natürlich auch alles hoch. Aber wenn ich da Kompromisse ziehen muss, mache ich auf jeden Fall immer Schatten runter. Kantenglättung dafür hoch, weil mir das wichtiger ist. Ich meine, auf YouTube seht ihr das sowieso nicht. Und azeotropische Filterung immer so im Mittelmaß, so wie, ähnlich wie die Schatten. Wobei ich die azeotropische Filterung eher noch runter machen würde als die Schatten. So seht ihr mal meine Priorität. Nur um das geklärt zu haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wie gesagt, es kommt jetzt wieder ein bisschen alte Sachen. Aber wie gesagt, ich hau da zwischendurch. Werde ich doch wohl die Zeit finden, da noch ein paar Videos zu machen. Ich denke, da wird man auf jeden Fall was finden. Das war Battlefield Video ist irgendwie mit 12.000. Ich bin MVP1 und habe irgendwie 12.000 oder so Punkte mit weitem Abstand zu dem anderen da drunter. Und war auf jeden Fall eine ganz gute Runde, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wie gesagt, ganz alt vom, was war das, 18.07.2012, gerade wo Close Quarters rauskam. Aber wie gesagt, ich denke mal, ist trotzdem eine lustige Runde gewesen. Ja, wie gesagt, schreibt mal drunter, was da los ist. Ich hoffe, ihr freut euch. Ja, ich freue mich, wenn meine Prüfungen und so vorbei sind. Dann kommt auch wieder richtig viel. Jeden Tag ein Video. Jetzt im Moment schwankt es ein bisschen. Ich versuche auch ein bisschen mehr hoch. Aber wisst ihr Bescheid. Wir sehen uns, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. What up?